Wie ihr seht, probieren wir gerade für Factor Fiction verschiedene Formate aus. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, welches euch am besten gefällt. Ansonsten wollten wir uns heute mal anschauen, eine Frage, die ganz oft immer wieder aufbubbelt. Ihr Christen, was dürft ihr denn überhaupt? Oder ihr dürft doch ganz viele Sachen nicht. Und das ist eine gute Frage, weil gerade im Alten Testament hat man 613 Vorschriften, die da aufgeführt werden. Heißt das jetzt, wir Christen müssen uns an alle diese Vorschriften halten und diese alle ja, ganz strikt einhalten? Und dafür gibt es eigentlich ist ein guter Präzedenzfall in der Bibel. Am Anfang der Christenheit sind die ja, ganz viele Leute zu Jesus gekommen, haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann ging der Streit los, genau dieser Streit. Sollen sich die Leute dran halten an alles, was in dem Alten Testament steht, diese 613 Gebote? Müssen die das machen, müssen die das machen? Und dann haben sich die ersten Christen hingesetzt und haben Gott gefragt. Und in Apostelgeschichte 15 steht dann das Ergebnis davon. Da steht drin, dass sie rausgefunden haben und dass Gott ihnen gesagt hat, hey, die Christen, wenn du Christ bist und nicht zum Volk Israel gehörst, dann musst du dich zum Beispiel nicht beschneiden lassen und ähnliches. Und die haben das ganz genau festgemacht. Die haben gesagt, du sollst dich von allem fernhalten, was mit Götzen zu tun hat. Also was dein Herz praktisch von Gott wegbringen könnte. Wo du sagst, du hängst dein Herz voll und ganz an alles andere dran. Das war das Wichtigste. Dann haben sie noch gesagt, hey Leute, ihr sollt euch von Blut fernhalten. Also sollt das Blut nicht trinken, nicht essen. Wir wollen euch nicht viel mehr auf die Schultern laden. Ihr sollt euch einfach an der Gnade Gottes genügend haben. Und das heißt im Endeffekt, so nach dem Motto, nur diese zwei Regeln, die reichen aus. Auch wieder nicht ganz, weil die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, Leute, klar, wenn ihr glaubt, dann macht ihr die Dinge freiwillig. Das heißt, diese ganzen Regeln, die im Alten Testament stehen, helfen uns erkennen, was für eine Richtlinie Gott haben will, wie Gott uns die Gesellschaft haben will, damit sie gut funktioniert. Aber Gott will nicht, dass wir die halt aus Gesetz befolgen oder weil Gott das sagt, sondern weil wir erkennen, dass Gott halt wirklich den guten Plan für unser Leben hat. Für mich war dann immer ein Vers ganz wichtig und das ist mein Lieblingsbibelvers. 1. Korinther 6, Vers 12 und da steht drin, dass uns alles erlaubt ist, aber eben nicht alles dem Guten dient. Und genauso meint das die Bibel. Und das heißt, uns Christen ist theoretisch so gesehen alles erlaubt. Aber die Bibel fordert uns auch heraus, zu schauen, ob es eben zum Guten dient. Also, Christen dürfen zwar alles, aber nicht alles ist wirklich gut für uns Christen und auch für die Gesellschaft und auch nicht gut, wenn wir sagen wollen, wir wollen ein Leben so führen, wie Gott das will. Wir sehen uns. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die verschiedenen Formate gefunden habt. Also dieses Erklärvideo oder jetzt hier diese ja, Live-Sache oder eben dieses vorproduzierte. Sagt einfach mal Bescheid. Ansonsten lasst uns ein Like da, lasst uns Kommentare da, zu welchem Thema ihr mal was hören wollt. Und wir sehen uns nächste Woche.